Also wenn man es durchrusht, gerade mal vier. Was finden Sie in Ausgang und retten Sie sich vom Schiff? Abgrund, alles klar. Ja, Captain Hook. Die Silhouette des Kapitäns, eigenartig. Man könnte fast meinen, dass er lächelt. Ja, super. Hermesstab. Das Ornament zeigt zwei Schlangen, die sich um den Stab finden. Das ist warm, wirklich. Na super. Muss noch einen anderen Ausweg geben, Herr, wo denn bitte? Ah, hier. Naja, das kannst du ja richtig knicken. Das ist super beschissen, ey, wirklich. Kannst ja nicht mal richtig anvisieren hier. Ich muss die Viecher besiegen. Das ist super. Das heißt, du siehst ja auch nichts. Das ist ja die Sache. Das ist halt auch immer die Frage, ob ich die Gegner halt auch immer besiegen muss, wa? Oh, so wie es aussieht, nicht, wa? Sogar, ich komme ich da oben eigentlich hin? Oh. Ey, ohne Witz, ja, mein Ventilator, der hier rumsteht, der bringt einfach gar nichts wirklich. Absolute Dunkelheit und steile Berge. Gehen Sie an die Oberfläche und weiter zum Kolosseum. Okay. Bin da irgendwelche Fallen hier aus, ey.
Der Weg wird durch einen Eisenzaun versperrt. Okay. Steht etwas geschrieben. Das Resonanzemblem wird das Siegel vom Schild lösen. Ah, ein kleines Schild, das Emblem darauf hat die gleiche Form wie es jetzt. Ein kleines Schild, das Emblem darauf hat die gleiche Form wie die Embleme, die die Türen des Kolosseums versiegeln. Der Arm des Skeletts scheint als Hebel zu wirken. Soll ich den Hebel umlegen? Ach, okay. Kann man auch Leichen benutzen, wa? Ja, die versteckten Fallen wurden ausgelöst. Geil, Digga. Aber manche Kapitel sind echt super, super kurz. Ja, das Spiel, wenn es durchrusht, dann kriegst du es in 4 Stunden durch, stand da. Ja, also Spielzeit geguckt habe. Ich glaube, ich spiele, wenn ich das Spiel durch habe, was anderes. Okay, wie kommt man jetzt da oben an den komischen blauen Orb ran, ne? Ding, rot sehen. Oh, 10.000 so einen roten Orb sammeln. Ops. Okay. Muss ich die Gegner besiegen oder komme ich hier dieses Mal einfach durch? Oh, Wiedersehen. Ich finde es einfach lustig, wie du dich einfach durch diese roten Türen durchkaufen kannst. So witzig. Ja, nach dem Motto, wenn du das Geld hast, hast du es. War einfach weiter mit dir. Kein Wunder, dass man da einfach so durchrushen kann.
Nehmen sich ein Schild und ein Lanzenpaar, um das Kolosseum zu erobern. Ja. Leuchtstein, ein mysteriöser Stern, der in der Dunkelheit leuchtet, ein Stern, der häufig in der Unterwelt vorkommt und in der Welt der Menschen auf ungeklärte Weise neue Eigenschaften angenommen hat. Der Weg ist verschüttet, hier geht's nicht weiter. Schade, sagt er. Oh, Gewalt das Wasser, auch wenn man es nicht gesehen hat, wa? Vielleicht ist schon dreimal, ja? Huch! Ja, richtig auf den Sack schon wieder. Oh, na komm, na komm, na komm. Ich hab Bock gegen die Viecher zu kämpfen, besonders nicht zwischen irgendwelchen Pfeilen, ne? Nein, fuck! Mann, Digga! Okay, also doch gegen die kämpfen. Ich habe aber auch nichts zum Heilen, Scheiße. Na, ich bin weg, ich hab's vergessen. Ich komm gegen die Viecher hier nicht mal an auf so kleinen Raum. Das geht mir so auf die Nüsse. Ey, ich kann ja nichts anderes machen als abhauen. Das ist ja das größte Problem einfach. Willst du die Viecher denn so auf so kleinen Raum bekämpfen? Wirklich, das geht doch nicht.
weiß nicht, wie das funktionieren soll. Mann, Digga. Genau, als ob ich jetzt verrecke. Ich verstehe es nicht. Also muss ich da einfach nur durchrennen oder was? Bei Kämpfen kann ich nicht. Funktioniert nicht. Das ist jetzt auch mein letzter Scheiß-Kristall. Da muss ich das ganze Scheiß-Level von vorne machen. Mann, als ob, Digga. Mann! Ich hasse diese Fallen-Dinger wirklich. Mann, genau. Ist doch so unfair, wirklich. Zeit ist gekommen, die Tür zu öffnen. Jetzt muss ich irgendwie nur hinbekommen, hier wegzukommen, wa? Und das an einem Stück. Nein, 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 komm, 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 komm! Ah, oh, Jackpot. Fuck. Ah, ich muss mir Lebensdings-Kristall holen, wirklich. Sonst kannst du mich vergessen, wirklich. Ist unfair, wirklich. Mann, Digga. Gar nicht unfair oder so, ich weiß ja. Hör, wie eine Stimme zu mir spricht. Bring dem Kolosseum mein Opfer, das will ich auf dem Weg zum Rat des Schicksals bringen. Und nicht schon wieder er. Wirklich, der geht mir so auf den Sack, ey. Der hat richtig viele Köpfe. Hab ich gesehen, ey, bis jetzt.
Haben wir es jetzt endlich, ey? Alles klar, Bruder. You beat him. Maybe it was too easy for you. Mundus. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, Shirley. My mother used to always tell me that my father was a man who fought for the people. He had courage and a righteous heart. In the name of my father, I will kill Mundus. Huch. Hier hat etwas geschrieben. Der König von Avalon wird am Rad des Schicksals drehen und die Geschichte zurückversetzen ins Land, wo alles anfing. Okay. Eine runde Tafel, die ich wiederholen, Zyklus des Schicksals ähnelt. Okay. Wird nicht besser, war ich so das Gefühl. Ich glaube, ich spiele zum Beispiel Minecraft. Obwohl, doch einen Auftrag mache ich noch. Minecraft, Junge. Power up. So, eigentlich müsste ich ja mal irgendwie mal ein paar neue Attacken holen, aber ha. Wie es aussieht, eher weniger, wa? Thank you.
Ja, wo ist es mit dem Hermesstab gewesen? Ist, ich weiß gar nicht, hier glaube ich, auf der Seite. Hier mir so auf den Sack, die Viecher. Geheimauftrag, wandelnde Geister. Holen sich die blauen Kugeln in der Luft schwebt, okay. Ja, super. Okay, das war leicht. Geheimauftrag erfüllt. Ey, ich weiß nicht mehr, wo das gewesen ist. An irgendeiner Stelle war das doch. Oder irgendwas gewesen ist von dem Stab mit dem, um was es da gerade geht. Keine Ahnung mehr, wo das war. Auf der Seite hier war vielleicht. Ach so, ja, hier, okay. Wusste ich doch, dass das irgendwo da war. Warum muss ich denn wieder dahin? Erst bin ich da rausgegangen, jetzt gehe ich wieder rein, oder? Ich habe jetzt diesen komischen Lichtkristall. Wenn ich was sehe, darüber beschwere ich mich sicherlich nicht. So, falsche Richtung. Na, super. Ich würde bis heute echt gerne mal wissen, was irgendwie so, also, keine Ahnung. Ich würde es echt krass finden, wenn die das originale Resident Evil 4 releasen würden.
Ich habe das Gefühl, dass irgendwie, dass Resident Evil 8, glaube ich, in diese paranormale Richtung mit reingehen wird. Was ich mega geil finde, wenn das Konzept von dem alten Resident Evil 4 wieder aufgreifen würden. Oh, da ist schon wieder. Okay. Das ganze Spiel, es hat so irgendwie auch mit Elementen, war so mit Elektrizität und mit Feuer und. Oh, wo bist du denn? Digga, Cyclops, schirm mal deine Beine. Warum, das fühlt sich ja jetzt schon an, als wäre ich im Endgame drin im Spiel. Also vom Setting gerade. Was soll der alle abwehren davon, wirklich? So wenigstens hin und wieder mal was zum Heilen droppen, mal. Wir haben das nicht richtig vergessen. Ja, immer noch nicht so ganz, was ich jetzt überhaupt machen soll. Bild eines Mannes mittleren Alters. Wow. Ah, okay. Sieht richtig aus. Ach so. Was ich machen muss, ey. Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt die Phase? Check's nicht. Jetzt Licht ist hier jetzt an, na super, okay, was bringt mir das jetzt? Die Tür rührt sich kein bisschen, das ist auch schön. Die Waffe wechseln? Keine Ahnung. Geht's nicht. Nicht mal, was ich machen soll.
check's nicht. Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn machen? So eine Mission bin ich dann gerade überhaupt. Aufschreier. Albtraum der Dunkelheit. Dürfen Sie das Geheimnis des Hermesstabs? Okay. Komisch. Aus der spiegelgleichen Wasserpfütze steigt ein Schwall teuflischer Energie hoch. Eine Stimme in meinem Kopf spricht zu mir. Der an das Tor zur Unterwelt klopft, sollte sich die Macht des blauen Steins besorgen. Ach so, na super. Das hier war einfach voll quatschen, ey, geil. Ja, und ich bin gleich tot. Ja, moin. Ja, geil. Das hat er richtig gut gehalten, muss ich sagen. Also ist auch gar nicht schwer oder so. Er meint es mir richtig ernst.
Mann, Digga. Keine Ahnung, wie sie es schaffen soll. Ist auch gar nicht übertrieben oder so, ja. Überhaupt nicht. Spiel ist vorbei. Ja, super. Ist auch gar nicht. Nein, ne, Quatsch, überhaupt nicht. Übertrieben schwer oder sowas ähnliches. Naja, zumindest weiß ich jetzt, was ich machen muss, wa? Geil. Fängt ja schon wieder gut an, ne? Wie soll ich den denn am besten besiegen? Das ist halt auch die Sache. Genau, Digga. Ja, manche Sachen aber auch nicht auf die Schnelle wegdrücken kann, wenn man sie schon gesehen hat. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich den Gegner besiegen soll. Absolut keinen Plan. Ich bin da richtig lost bei, wirklich. Ja.
Ja, guck, das meine ich, Digga. Ich muss einfach nur gucken, dass ich nicht auf der Rückseite rauskomme. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich den sonst besiegen soll. Frag mich nicht. Hä? Na, ah, einfach ein Weihwasser komplett verschwendet, Digga, richtig lost. Okay. Stimmt, okay, auf der Rückseite. Ja. Weiß ich wieder. Auf der einen Rückseite war das gewesen, wo ich das Symbol gesehen habe von dem einen Ding. Oh ja. Guckt aufs Gleiche hinaus. Ja, ich komme da jetzt sowieso hoch. Ich hätte auch einfach direkt von Anfang an runter jumpen können. Ne? Bin lang geworden. Da ist es doch, das Ding, was ich gesucht habe. Was ist denn für ein blauer Stein? Was böse Kräfte haben die Tür verschwinden lassen, gruselig. Hä? Hier ist doch nichts. Aber auch nicht verstehen. Regiert auf stark werden, Schwall Dunkelheit, scheint eine gewöhnliche Übung zu sein. Naja, irgendwas ist wahrscheinlich mir gekräuselt, aber hä? Ah, okay.
Das ist nervig gewesen.